Jo, jetzt geht's los. Ab in den Laden. Ja, aufgemacht habe ich, aber irgendwie scheint das ja wie verhext zu sein. Jetzt gibt es wieder den kurzen Wetterbericht aus dem Keller. Es regnet schon wieder. Mann, warum kann da nicht mal schönes Wetter sein? Irgendwie, ich würde so gerne aufmachen bei schönem Wetter. Ey, gestern war so schön. Heute ist wieder miserabel. Naja, egal. Wie verhext? Das Haffi wird heute abgeholt, das mache ich jetzt versandfertig. Ja, also kram ich es mal raus. Na, schauen wir mal, wann der vorbeikommt, um das abzuholen. Und dann wünsche ich dir auf alle Fälle viel Spaß mit dem Rad. Wie gesagt, check alles nochmal durch. Der Thorsten hat das so bekommen. Poliert, wie seine Art ist, ja, poliert immer alles so gerne. Ja, bloß wie gesagt, beim Hinterrad hat er dann aufgegeben, da war er ein bisschen faul. Guckt trotzdem nochmal alle Lager durch und so. Ich war da nicht dran. Ob er das einfach nur sauber gemacht hat oder auch schön gefettet. Eigentlich macht er das sehr bedacht immer. Aber wie gesagt, wenn er zwischendurch mal keinen Bock mehr hat, ja, dann baut er doch einfach so wieder zusammen. Also vorher bitte alle checken und dann vielleicht ein bisschen dünnere Reifen aufmachen, weil die schauen mir ein bisschen dick aus. Die schleifen auch beim Schieben so ein bisschen so am Schutzblech. Ich glaube, das ist nicht ideal. Ja. Ja, ansonsten viel Spaß mit dem Rad. Es war ja ein Schnapper. Da ist ja alle gut. Da kannst du ja viel mitmachen. So, damit das Teil nicht unverpackt auf die Reise geht, habe ich das schon mal organisiert. So eine Folie. Oh, das ist doch wunderbar. Das ist die Verpackung von Hermes. Ja, bei hochwertigen Rädern unbedingt zu empfehlen. Ja, jetzt recycle ich hier gerade einen Wäschetrockner. Die sind ja so billig gemacht heutzutage, die klappen ja immer zusammen. Und deswegen wurde der auch jetzt beim Müll abgestellt. Naja, dann mache ich ein bisschen klein, hole das Brauchbare raus. Die langen Streben habe ich schon raus, hier drin. Das sind wunderbare lange Streben, da kann man was mit anfangen irgendwann. Ich weiß auch nicht was. Hier, ja. Da sind sie. Wunderschön lackiert. Jetzt hole ich die kurze auch noch raus. Ja, warum denn nicht? Wunderschön. Stabiles Metall, lackiert, sauber, nicht rostig. Fantastisch. Jetzt warte ich auf die Lieferung. Bis jetzt keine. Ah, da ist jemand. Mona. Da sagt man, da kommt keiner, aber natürlich, Freunde sind immer da. Jo, die Mona war gerade da, hat mir ein lecker Brot gebracht und etwas Überraschung aus Frankreich. Eine Patty. Habe ich natürlich schon gekostet. Schmeckt hervorragend. Danke, Mona. Ja, und jetzt warte ich weiter. Lieferung. Jetzt kann es losgehen. Green Compound. Naja, dann haben wir das halt. Green Compound. Was auch immer. Whatever that means. Die sind doch teurer geworden und haben ein anderes Profil. Das sind nicht die Rotcruiser, die ich kenne. Aber was man soll machen. Die erste Arbeit heute tatsächlich ist ein Schlauchwechsel. Ja, angefangen habe ich ihn ja schon. Jetzt mache ich ihn zu Ende. Laufrad, Mantel plus den alten Schlauch drin. Da, 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 machen wir mal Talkum rein. Talkum, jetzt das Zusammenballern hier. Na, Ventil war kaputt, das andere jetzt auf einmal. Keine Ahnung warum. Vielleicht war es doch nicht kaputt, nur verhakt. Egal. Neue Ventilrinne. Nicht drüber nachdenken. So in Kleinigkeiten. 15er Fluse. Perfekt. Fertig. Fertig ist der Lack. Das war alles. Das ist das ganze Geheimnis. Ja, das war's. Bis später. Hallo.
iPhone Palm vor Teil von der Reife. Ja. Ich glaube, der Hinterteil, Hinterreife ist auch ganz schön. Komplett kaputt. Ja, wirklich. Also auch hinten. Ja, nicht der Reifen, die Felge ist kaputt. Ja. Ach, schade. Ja, das ist schade. Okay. Das ist hier. Ja. Total. Okay. Hat jemand so. Ja. Okay. Dann, ich kann hier lassen, oder? Ja. Okay. Bis dann. Alright, tschüss. Ciao, ciao. Tja, zertreten, total am Arsch. Die Leute wollen es nicht reparieren lassen, das ist mir schon klar. Wenn er reinkommt und hinten auch ein bisschen, mir schiebt sich so schwer. So, hier baue ich Bremsbelag an. Cantilever-Bremse, Bremsbelagstausch. Der, wie man sieht, ist runter. Das sieht man. Jetzt baue ich den ab. Den Bremsbelag hier. Und zwar benutze ich einen 10er Maulschlüssel. Setze hier hinten an und löse das Ganze. Wenn ich das gelöst habe, kann ich den hier rausziehen. Naja, und der ist mehr als durch. Also da ist nichts mehr. Maulschlüssel hier hinten ansetzen. Na, da hinten ist es. Und aufdrehen. Dann kann man es rausziehen. So, schaut euch an, da ist nichts mehr zu löten. Ja, 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 dann ist Platz. So, ich habe es noch ein bisschen aufgeschraubt. Jetzt mache ich nämlich ein bisschen Öl dazwischen, damit die Gewinde sich ein bisschen leichter drehen lässt. Weil es ist schon arg. Es ist schwergängig, ne? Und das sollte es natürlich nicht sein, wenn man etwas fein einstellen will. Die richtige Position finden. Mal Grob-Einstellung machen und dann nochmal fein. Ach jo, den Zug müssen wir verlängern hier. Der ist zu kurz. Bei optimaler Einstellung. Und dafür nehme ich jetzt einen alten Zug. Frisch aus dem Müll quasi. Aber da muss man ja auch keinen neuen nehmen. Meine Herren! Jetzt wird nochmal eingestellt. Ein Winkel. Super, mit einem Finger lässt sich ziehen und bremst sogar. Schöne Textil-Laufradbändchen. Mensch, warum habe ich nicht weggegeben? Das war bekloppt. Kriegst ja nie wieder die Qualität. Jetzt next. Was soll ich sagen? Thorsten ist da. Baut jetzt an seinem Rad rum. Und eine Gazelle haben wir hier. Eine Gazelle, Hinterrad platt. Oh mein Gott. Zäh. Ich mache jetzt Vorderrad platt, mache ich nicht platt, sondern am Vorderrad platten Reifen repariere ich jetzt. Zeitraffer!
ganz frisch. Voll fett, lieber. Voll die Fettliebe gerade. Schönes Stück Kuchen, ein Kaffee, Kekse. Oh. Nicht alleine in Berlin, also gibt da nicht an dir, wenn denn hier wird der größte Schrott geklaut. Ne? Ja, also, naja, gut, das letzte Mal war aber in Na, sag mal, was machen wir jetzt? Schlachten wir ein Rad oder was machen wir? Erstmal habe ich hier eine Narbe, die ich erstmal entfusseln muss. Entfusseln. So. Hält erstmal ab. Rehnacknarbe. So, jetzt haben wir sie sauber gemacht von außen, so ein bisschen. Und irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, schauen wir uns die mal von drinnen an. Das ist nämlich eine seltene Rehnacknarbe. Rehnack-Speed-Narbe. Und sie speedet nicht mehr wirklich gut. Also die Geschwindigkeit hat echt nachgelassen da. Die ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen lau an. Also die muss man bestimmt einmal komplett überarbeiten. Aber das machen wir halt. Schauen wir uns mal an. Wir nehmen die einmal komplett auseinander. Aber eben nicht heute. Wahrscheinlich, also werde ich nicht schaffen. Irgendeinen anderen Tag. Und schauen die uns mal von innen an, wie die aussieht. Die Rehnack Speed. Eine seltene Narbe. Vergrindet, ey. Also wirklich. Habe ich doch vollkommen vergessen, wo ich stehen geblieben war. Und zwar beim Schlachten eines Rades. Das habe ich geschenkt bekommen gerade. This bicycle is designed in Sweden with attention to the rough weather of Scandinavia. Das ist der beste Spruch ever auf dem Rad.
Felgen und Laufräder, das ist alles irgendwie durch. Okay. Ich schlachte das jetzt, ich nehme das jetzt auseinander und am Ende werden wir mal sehen, wie viele Sachen von dem Fahrrad ich noch brauchen kann. So, wir unterbrechen kurz. Ich habe eine Kette zu machen. Nee, das meine. Nee, das ist aber wirklich. Ich bin der ja schon. Ist ja wirklich krass, den du hast. Das ist schön. Eine Menge, wa? Ja. Alles klar, danke erstmal. Ja, bitte, bitte. Bis dann, ciao. Was austauscht, wo scheppert was? Ach, da ist so eine Schraube, die ist ja böse. Schraube oder Niete? Schraube vermutlich. Ich sehe es ja nicht. Oder muss man das nicht machen? Nee, das muss man nicht machen bei der neuen Kette, weil die ist vorgefettet. Jetzt muss ich mal kurz hier ran, weil ich hier nicht runterholen muss. Ja, es ist halt eng hier hinten. So, also es läuft aber jetzt schön und man merkt es auch gleich, es läuft flüssiger. Und es klappt nicht, aber es klappt erst wieder, wenn man draufsteht. Oder? Naja, das hier. Das war. Also 1,75 breit und 26 Zoll. Ah. Man hört es ja regelrecht. Aber es klappt nicht. Nein, weil es keine Last drauf ist. Schleift ein bisschen. Da. Ja, jetzt kommt. Und das, jetzt haben wir den Beweis, ohne Last, ohne dass was anderes sich dreht, das ist in der Narbe. Und das schleift in der Narbe. Das ist genau. Das ist das hier. Das Mittelteil. Ja, ja, das ist die Narbe. Und da ist links und rechts sind ja Kugeln drin normalerweise. Die sind jetzt nicht mehr so drin wahrscheinlich. Und wenn man das aufmacht, das geht nicht, weil da müsste man ja ein neues Kugellager einsetzen. Und eine Kugel einsetzen. Das Problem ist, dass du ja schon eine Weile fährst. Ja. Und dadurch sind natürlich eine kaputte Kugel in so einem Lager, in dieser Lagerschale drin. Na, die sorgt natürlich dafür, dass die. Ja, hier ist ja das Gleiche. Da sind die Kugeln drin, so musst du dir das da auch vorstellen. Ja. Ja. Und hier laufen sie ja dagegen. Wenn jetzt hier eine kaputte Kugel bei wäre, dann hättest du hier dieser helle Streifen, das ist zum Beispiel schon verschlissen, Verschleiß. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist eben noch glatt. Das geht noch. Wenn die Kugel aber kaputt ist, dann hast du Dellen hier drin. Sprich, die Achse ist kaputt. Andersrum, genauso in dem Narbenkörper entgegengesetzt, also die andere Fläche, wo es gegenläuft hier, hast du ja auch den Dellen drin. Also ist es kaputt. Also bräuchte man so ein Teil auf jeden Fall. Du bräuchtest im Grunde genommen die ganze Narbe und müsstest die ja noch einspeichen. Also ist es natürlich wesentlich günstiger. Du holst das ganze Laufrad irgendwie und das funktioniert. Ja. Also du hörst es richtig, wie es schleift. Ist bei dem Rad dann dieses Gestänge, das bleibt ja dran. Nur das Rad. Ja, so das wie, da, wie sie da oben hängen, da oben an der Decke. Da hängen sie im Grunde genommen so, sieht das dann aus. Ist dem leider nicht die richtige Bedeutung bei, so wird mir immer gesagt. Sind die Kunden immer empörter darüber, dass ich sage, na leg mal dahin, als ich sozusagen. Mal gucken, ob die Felge noch mitmacht. Naja, nee. Doch, aber kurz vorm Kollaps, ne? Wow! Du hast festgezogen. Naja, nee, weil die instabil ist. Du brauchst die als Hebel. Wenn jetzt die Speichen gebrochen wäre, wäre vorbei. Dann kannst du die nur noch knacken und das warten. Oder das Ding in Schraubstock hier einspannen, natürlich am Ende und so, aber. Gut, dann brauchen wir nur ein Rad. Nur ein Rad? Ach Mensch, jetzt hast du das da. Ich bin wieder drauf. Aber auf alle Fälle ist der Schlauch okay hier. 4 Stunden 44 haben wir jetzt wieder zur Verfügung. Liebe Leute, Mann. Jetzt sieht es langsam los hier. Jetzt sind halt so Schrotträder. Was soll man machen? Ja, Zug ist drin, neuer. Hier muss nämlich ein neuer Zug rein. Bremszug hier vorne. Und neuer Bremsbelag ran und hinten neuer Bremsbelag. Die hole ich jetzt, die Bremsbeläge. Hä? Hä? Bist du da? Wer denn? Nö. Der Katz ist drauf. Ach ja. 4 Minuten 30 schon wieder. Oh, und nichts ist passiert. Nichts ist passiert.
Mann, sind die alle in einem schlechten Zustand. Letzter Auftrag für heute, vermutlich. Hier ist noch so viel dran zu machen an dem Rad, das ist unglaublich. Also das kannst du alles vergessen. Was müsste man an dem Rad alles machen? Ach, keine Ahnung. Boah, ich kann nicht anfangen. Tretlager ist im Arsch. Jetzt zum ersten. Knackt ja auch schon richtig. So, Hinterrad, Mantel ist gemacht. Schaltung probiere ich gar nicht erst. Läuft sehr lahm. Also habe ich ja schon probiert. Also es läuft sehr lahm. Der Zug müsste definitiv getauscht werden. Dann war vermutlich auch. Ja, der Zug muss getauscht werden, weil der ist ja hier schon durchgescheuert. Auch hier vorne, da knickt er ja bald ab hier. Selten kommt mal ein Rad, wo ich wirklich sage, oh Mensch, dann ist das nach der Reparatur auch wirklich repariert. Die meisten Räder haben so viele Defekte, dass man ja nicht fertig wird mit den Reparieren. Ich guck mal auf die Uhr. Oh, 1926. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ist ja doch ein bisschen was passiert. Gott sei Dank. War nicht ganz so öde, wie ich gedacht hätte. Heute Morgen, wo es so geregnet hat die ganze Zeit, war natürlich nichts los. Aber dann ging es los. Ich freue mich. Es macht Spaß nach wie vor. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao.